Herzlich willkommen, heute heiße ich euch zur Devolverland Expo willkommen. Dank Corona gab es natürlich keine Expo, also hat sich Devolver was Besonderes überlegt und uns eine digitale Expo erschaffen. Heißt es. Zumindest ist das, was ich drüber gelesen habe. Die Grafik ist sehr gut. Und was es da drinnen zu entdecken gibt, das erfahren wir jetzt. Wir werden uns mal umsehen. All bags must be inspected. Okay. Bisschen dunkel. Mal Gamma ein bisschen höher setzen. So. Ja, damit kann man leben. Has been cancelled. Future. Aha. Also, es macht den Anschein. Jetzt fassen sie die Corona-Expo, die wohl leider nicht stattfindet, ein bisschen sarkastisch auf. Also ein bisschen Humor ist auf jeden Fall mit drin. Aber wie gesagt, Grafik ist schon cool. The convention center is now closed. Please leave via the nearest exit. Okay, und die Typen muss man aus dem Weg gehen. Verstehe. Also, wir wecken sie am besten nicht auf, dann verfolgen sie uns auch nicht. Die liegen hier überall rum. Also, es heißt hier, die digitale Expo zu durchsuchen und entdeckt zu werden. Ja, so kann man so wahrscheinlich schlafen schicken, oder? Shadow Warrior. Ah, wir sollen den Security Room finden. Ja, da waren wir, aber der war ja verschlossen. Okay, also wir zurück. Ich weiß noch nicht, wie ich da reinkomme.
bisschen arg dunkel. Noch ein bisschen höher stellen. Eine weitere Idee. Man kann Türen aufschießen, also rote und grüne verboten. Ausweis. Da kann man bestimmt in die South Hall, wo wir rein sollen. Sonst gibt es ja nichts Interessantes. Has been noted. Please prepare for processing.
Also Carrion soll man da, hier ist da hinten und Weird ist hier vorne rechts. Jetzt können wir die Demo davon spielen, oder? Können wir uns nur Zeug angucken. So, das This is Rafael Colantonio, Creative Director and President of Wolfi Studios, and I'm here today to tell you about our current game in development, Weird West. At its core, Weird West is an action RPG set in a fantasy reimagining of the Wild West. You play through the adventures of five heroes that have intertwined destinies on a quest to unveil one of the biggest mysteries of the Weird West. While we describe Weird West as an action RPG, some would actually refer to the game as an immersive sim. There are many elements that set Weird West apart from any other action RPG out there, and I would love to show you a few examples now. First, the simulation and sandbox nature of Weird West. The bulk of the team is composed of co-creators of Dishonored and Prey, so simulation is like a religion to us. It is in our DNA to let the players play their own way. Weird West is designed in a way that accommodates many playstyles and many playthroughs. Whether you like combat, or trickery, or stealth, or a mix of all of that, you'll enjoy experimenting with the tools the game offers in a system-rich and physically simulated world. Next, the setting and visual direction. The setting is Weird West, you guessed it. It's an opportunity for us to explore a genre that has been kept underground, and we're excited about bringing our own take on it. As far as the visuals, we're going for a mix of 3D with hand-drawn textures and uncommon palette that we think bring a unique style to the game. We want our world to be instantly recognizable and convey the mystery that is so important to the experience. Now, let's talk about how scripted versus how dynamic is the experience. While the game has a main quest, the events and the quests outside of the main path make you the conductor.
which creates events and crafts a narrative specific to each player. For example, let's say that one of these merchants, while the other one is the survivor will throw them the attack. Chances are that they push you later when you expect it the least. This participates to the feeling of a very tailored experience per player. Your actions are on a hacking code. This place with your presence, your curiosity will end you. You will never reach the inner sanctum. Da wird schwieriger. Crouch ist mal auf jeden Fall sauber. Unser geduckt sein ist kacke. Das ist ja nicht, den geht im zweiten nicht. Da war so ein hohes Model, wenn wir da nicht durchpassen. Echt. Das hilft uns ein bisschen. Okay, das ist übel. Ah. Dann schießen wir es eben weg. Northern Hall. Erstmal, ob wir durch die Tür kommen, weil sieht nicht so aus, als würde man da durchkommen. Nein. Gut, dann haben wir den richtigen Weg gewählt. So, Freeman-Style wie in Half-Life durch die Schächte kriechen. I can hear you scurrying like a rat. Thin. The goal is far too high.
control. Vast rooms, deep caverns. We are Skeleton Crew Studio from Kyoto, Japan, and we invite you to take a sneak peek at the story, mechanics, and the challenges in our all-new game, Oria. Pixel games, yay. Oria is an action-adventure game that takes place in the land of Terraphage, a lost world home to forgotten creatures, vast ruins, deep caverns, and rainforest-topped islands. You are Faraday, a shipwreck captain. You follow his adventure to rescue his lost crewmen, leading them to a safe return to their homeland. Now, on his pursuit of salvation, Faraday is guided to an ancient harpoon of great power. It awakens ancient enemies who slumbered in the depths of Terraphage. I'd like to introduce the world of Oria. Wild, dark, unpredictable as an ambient dream. You will venture through many different islands on your search for a way out. You will travel through jungles and caverns, visit sites of old relics and ruins. Each land presents new challenges and new opportunities for you on your quest to escape this shadowy land. Alles klar. Next, combat. Combat is at the forefront of Oria, with visceral systems that challenge the way you think about space. You can dash and teleport using the harpoon, and then immediately face hand-to-hand combat with minions spawned from the darkness. Crafting and donning magic hats give you additional power, including dashing and wall jumping, spitting acid, and controlling and generating electricity. Puzzles complement battle sequence by rethinking movement through a maze-like world. There are five major boss battles in Oria. Each one introduces a new character's story, as well as new combat mechanics. By mastering each attack system, you will take down these bosses and be handsomely rewarded with new areas to explore. So jetzt brauchen wir noch Plaguebound Booth. Oder? Steal your nerves and prepare once again to enter. So auch so ein Side-Scroll-Ding. Behold, Blightbound, a cooperative dungeon crawler that tasks three heroes to venture down from their mountain refuge to face the abominations of the Blight, a mysterious and corrupting fog that enshrouds the land. Each player will choose a hero from one of three classes. Warrior. Forge Titan's might! Assassin. Let me at him. Or mage. My greatest power awaits. Battle a terrifying horde of monstrous enemies and colossal bosses. Each class of hero fulfills a specific role on the team to overcome mounting odds, solve clever puzzles, and synchronize their ultimate abilities to unleash massive damage. Battle through three distinct lands, each with several dungeons to conquer, including the eerie Gravemind, the oppressive Underworld, and the precarious. So kommen wir nicht ran. Dann mal weiter. Oh yeah, Serious Sam 4. Das ist stark gemacht. Das gucken wir uns gerne an. Trailer war da schon geil. Captain Sam Stone of the Surveyor. It was good. Hell, it was awesome. So immerhin ihr Flaggschiff. They don't care about who we used to be or what we wanted to do.
But if they thought this was gonna be easy, they came to the wrong fucking planet. War! Ja, stark. Schade, dass das ich gerne auf der Xbox oder auf eine Gamescom. Ah, die Waffe kann man nicht nehmen, schade. Guck mal, ob es noch was zu entdecken gibt. Fall Guys, das habe ich schon gesehen. Mal gucken, wo es reingeht. Dann geht die Party ab. Ein Touch von Mario Party, aber sehr viel. Sieht auf jeden Fall lustig aus. Shadow Warrior 3. Ja, das ist echt geil gemacht. Digitale Gamescom von einem Entwickler, wenn ich das, wenn ich da mehrere zusammenschließen würde. Ja, das ist bestimmt zukunftsfähig. Ich würde eine Menge Geld sparen und aufbauen. Well, howdy, Stranger! Wang, where are you? Can you hear me? Demons, they're trying to break through the gates. I'll track you down. You believe that?
denn mit der Wipse? Bälle zu dem zurückschleudern. Schon Platz, zwei haben wir noch. Oho. Das ist bei Fallout schon mal jetzt diese Länge. Da unten ist, glaube ich, sein HP-Ball. Ja, das war wohl die Devolverland Expo. Ich glaube nicht, dass jetzt noch was kommt. Aber ist ja kostenlos. Könnt ihr gerne auch nochmal loslegen. Vielleicht gibt es noch was im Ausgang. Nein. Gut, dann machen wir hier Schluss. Danke fürs Zuschauen und bis bald.